Hallo, mein Name ist Rebecca McLaughlin Eastham und das ist Business Line, Ihr globales Wirtschaftsprogramm aus dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Die Ausbreitung des Coronavirus aus der chinesischen Stadt Wuhan in Dutzende Länder hat weltweit Besorgnis ausgelöst und den chinesischen Aktienmarkt erschüttert. Doch was die einen verunsichert, sehen andere als Chance. China bekämpft das Virus mehrgleisig. Die Behörden arbeiten daran, die Ausbreitung einzudämmen und die Infizierten zu behandeln. Außerdem versucht man, die Wirtschaft zu schützen und den Handel zu stärken. Wir beobachten und überwachen die Situation sehr sorgfältig. Wir sind sehr froh, dass die chinesischen Behörden alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen haben. Sie haben sehr schnell gehandelt. Das wahrscheinlichste Szenario, von dem wir immer noch ausgehen, ist ein V-förmiger Verlauf mit einem anfangs erheblichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten, gefolgt von einem schnellen und wirksamen Wiederaufschwung. Unter anderem hat die chinesische Volksbank Mitte Februar die Liquidität der Märkte gestärkt. Ein Schritt, der von Investoren und dem Internationalen Währungsfonds begrüßt wurde. In wirtschaftlicher Hinsicht wurden die Maßnahmen Chinas sehr begrüßt. Man stärkte die Liquidität mit einer Finanzspritze von 115 Milliarden Dollar. Das hat die Zinssätze entsprechend gesenkt. Wer in Märkte investiert, kann mit einer Krise konfrontiert werden, die diesen Markt erschüttert. Aber die Geschichte zeigt, dass solche Momente auch gute Gelegenheiten für Investitionen bieten. Und der chinesische Markt bietet gerade eine wunderbare langfristige Investitionsmöglichkeit. Chinesische Behörden standen aber auch in der Kritik. Reiseverbote und stadtweite Sperren wurden als drakonisch bewertet. Regierungskritiker wurden zum Schweigen gebracht oder verhaftet. Aber große internationale Unternehmen wie L'Oréal eröffneten schnell wieder Werke, um ihr Vertrauen in Chinas Umgang mit der Krise zu demonstrieren. Alle unsere Mitarbeiter in Shanghai sind bereit, wieder zu arbeiten. Darüber hinaus arbeiten die meisten unserer 50 japanischen Mitarbeiter in Shanghai. Wir glauben, dass wir diese schwierige Zeit mit China gemeinsam durchstehen sollten. In China tätige Unternehmen haben Vertrauen in Chinas Krisenmanagement. Und auch die Botschaft der Weltgesundheitsorganisation ist klar: Krisen wie diese sollten Solidarität statt Stigmatisierung bewirken. Im Gesundheitssektor ist ein beispielloser Wandel im Gange, der durch künstliche Intelligenz und Big Data vorangetrieben wird. Fast jede Tätigkeit von Operationen bis zur Verwaltung ist davon betroffen. Euronews hat sich auf der Arab Health 2020 über die neuesten Trends informiert. 55.000 Besucher aus 159 Ländern besuchten die Gesundheitsmesse in Dubai. Die Arab Health gehört zu den drei wichtigsten Gesundheitsmessen der Welt. Hier treffen sich Menschen aus Asien, Afrika, dem Nahen Osten, der Türkei und Osteuropa. Hier findet man die neueste Technologie, Ausstattung, von der man ins Träumen kommt, und dazu Seminare und Ausbildung. Künstliche Intelligenz ist das beherrschende Thema. Die Technologie kann nicht nur Leben retten, sondern spart auch Zeit, Geld und Ressourcen. Derzeit werden 6,6 Milliarden Dollar weltweit in künstliche Intelligenz investiert. Bis zum Jahr 2026 wird damit eine jährliche Einsparung von 150 Milliarden Dollar erzielt. Fast die Hälfte unserer Forschung und Entwicklung geht in digitale und künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz arbeitet viel schneller als das menschliche Gehirn, um all die Erkenntnisse aufzunehmen, sie zu verarbeiten und sicherzustellen, dass wir aus diesen Daten etwas machen. Künstlicher Intelligenz versucht man sicherzustellen, dass die Datenverwendung dem Patienten zugutekommt. Es geht um Präzisionsmedizin, um Zeit- und Warteschlangen und auch um Kosten zu sparen, denn Untersuchungen müssen nicht wiederholt werden. Wir zeigen robotergestützte Chirurgie. Das ist die neueste Technologie. Die Roboterchirurgie ist ein Assistent der Chirurgen, der zu besseren Ergebnissen und kürzerer Verweildauer des Patienten führt und damit Kosten spart.
Die GE Clinical Command Centers ermöglichen der Krankenhausleitung einen Live-Blick auf das Geschehen in den verschiedenen Stationen. So können Entscheidungen in Bezug auf Warteschlangen, Bettbelegungen und Patientenverlegungen effizienter und produktiver getroffen werden. Betten können schneller wiederbelegt und Patienten schneller entlassen werden. Meiner Meinung nach wird es die gesamte Art und Weise, die Effizienz der Gesundheitsversorgung verändern. Künstliche Intelligenz wird zu einer rationelleren und effizienteren Gesundheitsversorgung führen. Autos, Busse, Fahrräder und Rikschas. Indiens größte Automesse setzte dieses Jahr auf Elektrofahrzeuge. Zwar haben sich bisher wenige Inder für die batteriebetriebenen Fahrzeuge entschieden, aber Hersteller gehen von einem riesigen Markt aus. Indische Autohersteller setzen auf umweltfreundliche Elektroautos in einem Markt, der von mangelnder Infrastruktur und Preissensibilität beeinflusst wird. Auf der Auto Expo 2020 in Neu-Delhi hatte fast jeder Autohersteller eine Auswahl an batteriebetriebenen Fahrzeugen im Angebot. Die indische Regierung hat Fristen gesetzt. Bis 2023 müssen dreirädrige Fahrzeuge elektrisch betrieben werden und bis 2025 sollen zweirädrige Roller folgen. Gute Nachrichten für Unternehmen. Jetzt stellen wir auf einen völlig anderen Antrieb um, auf den batteriebetriebenen Elektroantrieb. Meiner Meinung nach wird sich dieser Markt in Indien sehr schnell entwickeln. Ich gehe davon aus, dass in den kommenden 5 Jahren etwa 25-30% der gesamten Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Doch laut einem Bericht der unabhängigen Ratingagentur ICRA Limited werden bis 2025 nur 3-5% der indischen Personenfahrzeuge elektrisch betrieben werden, da die Preise hoch sind und die öffentliche Infrastruktur unzureichend ist. Es wird Schritt für Schritt gehen, ein Auto nach dem anderen. Und wir freuen uns, dass unser Elektro-SUV CSEV in weniger als 27 Tagen 2.800 Mal bestellt wurde, ohne den Preis zu nennen. Wir haben nur eine ungefähre Reichweite angegeben. Das zeigt, dass Verbraucher bereit sind, diese neue Erfahrung zu machen. Und für uns bedeutet das, dass wir an der Schaffung der Infrastruktur beteiligt sein müssen. Es geht darum, sich mit einer neuen Technologie auseinanderzusetzen, die Infrastruktur dafür zu schaffen. Und es geht um mehr Möglichkeiten. Das war's für heute von Business Line. Schalten Sie nächsten Monat wieder ein für spannende Berichte und Trends aus der Wirtschaftswelt rund um den Globus. Wir sehen uns.